Vielen Dank für den Vortrag. Meine Anschlussfrage wäre direkt, haben Sie denen denn auch mal den Ministerpräsidenten und den Ministerpräsidenten auf dieser berühmten Ministerpräsidentenkonferenz gezeigt, die jetzt gerade tagt? Durften die das auch schon sehen? Ja, das sind viel beschäftigte Herrschaften, die haben gar nicht Zeit. Aber vielleicht hat der eine oder andere heute Abend zugeschaut. Nein, es gibt ja schon sehr, sehr viele Gespräche und auch Beratungsrunden, in denen ich auch teilweise dabei bin. Und ich denke, das ist eigentlich bekannt. Also diese Themen sind bekannt. Es hat wirklich viele Gespräche, auch sehr intensive über diese Fragen gegeben. Es hapert tatsächlich an der Umsetzung. Warum das so ist, weil ich kann nicht behaupten, dass ich das voll verstehen würde. Das ist schade, weil es ist auch eine Frage aus dem Publikum. Wolfgang Hastenflug hat nämlich genau das gefragt. Warum nutzt die Politik denn nicht die vorliegende Inzidenz? Evidenz, Entschuldigung. Ja, also sie nutzt sie ja durchaus. Also Angela Merkel weist ja immerhin auch immer wieder darauf hin, dass ein Öffnen, das nur in eine dritte Infektionswelle führt, nicht der richtige Weg ist, auch wirtschaftlich nicht. Da, das hat sie durchaus, das vertritt sie und viele Ministerpräsidenten, auch Markus Söder, vertreten das. Leider, sagen wir mal, dieser proaktive Aspekt, dass man also nicht nur auf Lockdown-Maßnahmen setzt, die ja ebenfalls wahnsinnig belastend sind, wenn wir an die Schulschließungen denken. Das kann nicht die einzige Antwort sein. Daran fehlt es, wenn man jetzt in die Entwürfe schaut zu den Beschlüssen heute, dann sieht man ja, dass dort Pilotprojekte, wie wir sie beschreiben im No-Covid-Konzept, jetzt ermöglicht werden soll. Aber man fragt sich natürlich, warum musste das so lange dauern? Da steht also regional beschränkt mit Tests, also Öffnung an Tests binden und so weiter. Das steht jetzt drin, aber es hat wahnsinnig lange gedauert. Während wir hier gerade unsere Zoom-Konferenz machen, ist ja gerade tatsächlich diese Ministerpräsidentenkonferenz die vermutlich noch etwas wichtigere Videokonferenz als unsere Zusammenschaltung hier. Wir werden später dann entweder in der SZ-App oder im Fernsehen ja gucken können, was rausgekommen ist. Ist jetzt ein bisschen unfair, das schon vorweg zu fragen, aber wo wir Sie hier schon mal haben, ist es richtig, den Lockdown zu verlängern? Es ist richtig, aber es kann nicht alles sein. Also wir müssen außerdem Öffnungsperspektiven geben durch massivste Anstrengungen beim Testen und eben beim Verbinden. Also dass mehr getestet werden muss, das ist verstanden worden. Aber wir müssen eben die Öffnungen an die Tests binden. Wir müssen es nutzen, um Dinge zu ermöglichen, gerade an den Schulen. Ich habe kein Verständnis dafür, warum nicht schon lange viel mehr an Schulen getestet wird und an Kindertagesstätten. Wir diskutieren immer noch darüber, wer das jetzt bezahlt und so weiter. Das geht nicht. Also jede Investition quasi in Tests, Nachverfolgung lohnt sich, um den Menschen zu helfen, um die Schulen öffnen zu können. Schlimm ist natürlich, dass wir so lange nichts getan haben, dass der Vorteil beim veränderten Testen ist ja auch, dass man die Infektionen runterbringt. Und wir haben da leider viel Zeit verpasst und haben uns jetzt eine weitere Infektionswelle eingefangen, die wahrscheinlich nicht allein durch mehr Testen mehr zu kontrollieren ist, sondern eben durch Verlängerung von Lockdown-Maßnahmen. Und das ist bedauerlich. Trotzdem, das ist jetzt passiert und wir müssen meines Erachtens alle Energie in die veränderten Teststrategien setzen. Ich denke, auch darüber gibt es eigentlich einen weiten Konsens. Es sind nicht nur die Leute, die jetzt nur Covid gut finden, sondern auch viele andere, die sagen, das muss jetzt im Mittelpunkt stehen. Es geht nicht schnell genug voran. Ein Problem ist natürlich, wenn ich das noch sagen darf, ein Problem ist natürlich, dass Öffnungen, und das geht so nicht, ja an Inzidenzen sehr stark gebunden werden. Ja, wenn man mehr testet, dann gibt es natürlich auch mehr Inzidenzen. Das heißt, viele Landräte sagen natürlich, ja, ich werde dann in Anführungsstrichen bestraft, wenn ich mehr teste, ich eine höhere Inzidenz habe und dann mir die Landesregierung sagt, ich darf nicht öffnen. So darf es nicht gehen, sondern man muss das Testen belohnen. Diese Frage der fehlenden Testkapazitäten erinnert mich auch ein bisschen an die Frage der Impfstoffkapazitäten, wo ja diskutiert wurde, hätten wir mit mehr Geld mehr Impfstoff haben können. Sie haben gerade gesagt, die Bundesländer und Bundesregierung streiten jetzt über die Tests. Wer muss das wann wo bezahlen? Die Kommunen fragen die Länder verweisen auf den Bund. Sparen wir uns in der Corona-Krise zynisch, aber wörtlich gemeint zu Tode? Ja, es ist nicht nur eine Geldfrage, aber das spielt auch eine Rolle und das ist ein Riesenfehler. Also in gewisser Weise sparen wir uns hier im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode. Das haben wir leider insbesondere bei den Impfungen gemacht im letzten Jahr.
ist eben stark darauf geachtet worden, dass es billig ist und zu wenig, dass es schnell kommt. Und das kostet ja wirklich Menschenleben und das verzögert die wirtschaftliche Erholung. Also nur mal eine Zahl dazu. Wenn es uns gelingen würde, durch schnellere Impfungen die Pandemie um eine Woche zu verkürzen, dann haben wir gerade gesehen, selbst nur die expliziten Wertschöpfungsverluste, die wir dann einsparen werden, 3 Milliarden Euro. Dafür kann man für 60 Millionen Menschen 50 Euro pro Person ausgeben. Viel mehr, als für Impfungen bereitgestellt worden ist. Wenn man nur eine einzige Woche das Ganze beschleunigen könnte. Das heißt, quasi jeder denkbare Betrag, der in eine Beschleunigung der Impfungen investiert wird, ist sehr, sehr gut investiertes Geld. Das wird vielfach zurückgezahlt, selbst wenn man die geschonten Menschenleben und die verhinderten Krankheiten gar nicht in Rechnung stellt. Also das ist einfach ein Missverhältnis, hier am Geld zu sparen. Und das gilt eben auch für die Tests, ne? Am Geld zu sparen und um dann weniger Tests zu bezahlen. Also das ist wirklich großer Quatsch. Eine Frage noch zur Ministerpräsidentenkonferenz, auch wenn die sehr schwierig ist, weil Sie gesagt haben zu Recht, Sie sind kein Virologe, Sie können das gar nicht so richtig einschätzen. Aber vielleicht aus ökonomischer Sicht, wenn Ausgangsbeschränkungen kommen in Deutschland im großen Stil, wir beide kennen das aus Bayern, da hatten wir das schon auch sehr lange. Der Rest von Deutschland lernt das jetzt vielleicht kennen, je nachdem, was entschieden wird. Was sagen Sie dazu aus ökonomischer Sicht, Ausgangssperren? Ich kenne leider keine Untersuchung über die ökonomischen Wirkungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gewaltig sind, also weder in der einen noch in der anderen Richtung. Ich denke schon, man müsste beweisen, man müsste darlegen, dass das wirklich etwas bringt für die Infektionen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass bei geschlossenen Bars und Restaurants jetzt und Kinos jetzt übermäßig viele Leute abends herumlaufen. Und das jetzt noch zu verbieten, ja, dass man also nicht mehr abends noch in die Pizzeria fahren darf und da was, eine Pizza zum Abholen mitnehmen darf. Also mir als Laie erscheint mir das überzogen, aber das ist, glaube ich, wirklich jetzt eine medizinische Frage, eine virologische Frage, ob das einen Beitrag leistet. Ich verstehe, dass viele sich da wundern. Kommen wir mal zum Komplex No-Covid. Dazu wurden auch viele Fragen eingereicht. Danke an dieser Stelle. Ich wähle mal ein paar aus. Peter Schmidt hat gesagt oder geschrieben, ich fürchte, No-Covid funktioniert nur in Diktaturen mit entsprechenden Sanktionsmöglichkeiten. In freiheitlichen Gesellschaften ist No-Covid eine Utopie. Das hat Peter Schmidt geschrieben. Mhm. Und dahinter steckt ja tatsächlich die Frage, Ökonomen sind eigentlich bekannt für Freiheit, Liberalismus. Ja. Wie passt das zusammen? Ja, ich unterstütze das, weil ich für Freiheit bin und für Liberalismus. Aber zunächst mal, No-Covid hat wirklich nun gar nichts mit einer Diktatur zu tun. Das hätte es, wenn No-Covid so funktionieren würde, dass man wirklich einen radikalen Lockdown verhängt, dass niemand mehr das Haus verlassen darf, dass alle Fabriken schließen müssen, dass jede Aktivität gestoppt wird. Das missverstehen manche so, aber das ist überhaupt nicht gemeint. Sondern wir haben zum Beispiel das Konzept der grünen Zonen. Auch da sagen viele, ja, da brauchen wir einen Polizeistaat. Ich sage, da braucht man überhaupt keinen Polizeistaat. Man kann sagen, zum Beispiel, man darf nicht einfach zum Einkaufen oder zur Freizeitgestaltung von einem Gebiet mit hohen Infektionen in ein Gebiet fahren, das eine grüne Zone ist, also dass die Infektion überwunden hat, sondern nur, wenn man einen Test wenn man sich hat testen lassen, dann darf man dahin fahren. Und wenn man dahin fährt, dann kann man das zwar machen, aber wenn man von der Polizei erwischt wird, dann zahlt man eine Strafe. So, ich kann nicht erkennen. Ja, und wenn man dort arbeitet, wenn man dort Angehörige zu betreuen hat, wenn Unternehmen sich beliefern, die dürfen da reinfahren. Ich kann nicht erkennen, was daran diktatorischer ist als das Ausgebeverbot in Bayern, das wir beide kennen. Auch da war es so, wenn man die Pizza abends zur Pizzeria fährt und erwischt wird, dann zahlt man auch, ich weiß nicht, wie viel es war, 500 Euro oder so. Da kann man auch sagen, also wenn, dann ist das auch eine Diktatur. Na, aber No-Covid hat nun wirklich gar nichts mit Diktatur zu tun. Ich habe es ja gesagt, es ist auch kein monolithisches Konzept, sondern es bietet Instrumente an, und die kann die Politik gestalten. Wenn man sagt, man kann auch sagen, wir erheben überhaupt keine Strafen, sondern die Bürger werden aufgerufen, sich an die Regeln zu halten. 80% der Bevölkerung tun das dann. Das ist dann nicht ganz so wirksam, aber es ist immer noch wirksam. Ne? Also No-Covid ist nicht ein Konzept, das jetzt blind und radikal versucht, irgendwas durchzusetzen. Es ist auch nicht wie in China gemeint, wo die Leute, wie man hört, ich weiß nicht, ob das stimmt, ja, ihre Wohnungen nicht mehr verlassen durften, nicht mal mehr zum Einkaufen. Kein Mensch will das. Angela Lechner hakt noch mal nach bei der Teststrategie. Warum wurde das nicht viel früher erfolgt? Warum wurde nicht viel früher darauf gesetzt? Sie haben ja auch gesagt, Sie wünschen sich das. Sind Sie da nicht durchgedrungen? Lag es an fehlenden Kapazitäten? Was wissen Sie darüber?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also es wurde ja nicht nur von mir, sondern von vielen von Beginn an der Pandemie immer wieder betont, die Bedeutung der Tests und der Teststrategie. Und das hat sehr langsam begonnen. Warum war das so? Anfänglich war ja die Testtechnologie noch nicht so entwickelt wie heute. Das brauchte also eine gewisse Zeit. Und ich denke, kein Politiker stellt sich gerne hin und sagt, ja, wir müssen etwas tun, aber ich kann es nicht organisieren. Na, das war so ähnlich wie bei den Masken. Am Anfang hier wurde ja behauptet, wir brauchen gar keine Masken. Na, das wurde allen Ernstes behauptet. Ja, obwohl es genug wissenschaftliche Evidenz gab, die das Gegenteil bewies, wurde allen Ernstes behauptet, Masken sind nicht gut für die Pandemiebekämpfung. Also keiner behauptet das heute mehr. Aber das Problem war auch, es gab ja keine Masken. Und wenn man politisch gesagt hätte, ja, wir brauchen unbedingt Masken, aber wir haben keine, dann hätte man gesagt, das ist ja ein Versagen. Ich fürchte, das hat eine Rolle gespielt. Sicherlich nicht die einzige. Wir hatten diese Tests noch nicht. Aber ich fürchte, wir haben dann in den letzten Monaten zu wenig ernst genommen, insbesondere im letzten Sommer. Da haben viele gehofft, ja, es wird schon irgendwie gehen. Das ist natürlich unbequem, wenn man Testkapazitäten aufbauen muss. Aber man hat das Problem zu wenig ernst genommen und hat gehofft, es wird schon irgendwie gehen und bald sind die Impfungen da und wir sind durch. Also ich behaupte nicht, dass ich das wirklich verstehe. Aber das ist ein Thema, was ich auch oft gehört habe in Gesprächen mit Landräten und so weiter, ist eben dieses Argument, ja, wenn ich mehr teste, dann habe ich auch mehr Fälle. Na, Donald Trump hat ja gesagt, wenn wir gar nicht mehr testen, dann ist quasi, als wäre die Pandemie weg. Aber das sind ein bisschen absurde Argumente. Aber ich meine, aus der Perspektive eines Landrats kann man vielleicht verstehen, dass er sagt, Leute, wenn ich mehr teste, dann habe ich steigende Infektionen, dann gelte ich plötzlich als Hotspot. Und wenn die Politik mir dann nicht sonst auch die Instrumente und Regeln an die Hand gibt, damit ich die Pandemie erfolgreich managen kann, dann teste ich eben nicht. Oder ich habe nicht das Geld. Ne? Also das wird man später mal aufarbeiten müssen. Das war sicherlich keine Glanzleistung. Ist das nicht tatsächlich auch ein Argument, was gegen die grünen Zonen spricht? Weil einerseits will No-Covid ja diesen Anreiz setzen, sind Sie grüne Zone, dann dürfen Sie mehr aufmachen, dann dürfen sich Leute wieder treffen, dann beginnt wieder so etwas wie soziales Leben. Und andererseits, wenn ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 Fälle plötzlich habe, weil ich gut teste, dann bin ich nicht mehr grün. Nein, das erklären wir auch. Wir haben ein Papier, eine Toolbox zur Teststrategie entwickelt, in der wir erklären, dass man eben das Ganze so nicht messen darf. Sonst klappt es halt nicht. Also man darf nicht an den Inzidenzen ansetzen, sondern man muss. Deshalb haben wir ja das Konzept der Risikoinzidenz entwickelt. Bei Infektionen ungeklärten Ursprungs können Sie nicht in einer Region öffnen. Aber wenn Sie als Unternehmen am Werkstor testen und Sie finden Leute, dann bleiben die draußen. Na, und dann haben sie nicht in ihrer grünen Zone eine ungeklärte Infektion zum Beispiel. Letztlich, was wir eigentlich brauchen, ist ein Screening, das repräsentativ für die Bevölkerung ermittelt, wie viele Infektionen haben wir wirklich. Ja, ist eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit, aber das gibt's nicht in Deutschland. Wir bräuchten ein regelmäßiges Screening mit Zufallstests, sodass wir wissen, wie viele Menschen sind infiziert. Wir wissen das heute nicht. Das erscheint auch absurd. Wir sind also in einer Art Blindflug und da müssen wir natürlich raus. Erwin Huber fragt nochmal genau zu diesen grünen Zonen und den Unternehmen, weil er sagt, ich kann mir das für Einzelobjekte wie zum Beispiel Unternehmen Werkstor vorstellen, aber wegen der Mobilität, wegen der Einschränkung, wegen der nötigen Tests auf der Ebene von großen Städten wie beispielsweise in München oder Landkreisen mit viel mehr Fläche, kann er sich das nicht vorstellen. Ja, man muss ein bisschen Vorstellungskraft und Kreativität entwickeln. Wenn die Politik sich das nicht vorstellen kann, dann muss man es halt lassen. Dann ist es immer noch gut, wenn man die Unternehmen nimmt. Also wenn man diese Art von grünen Zonen nimmt, das hilft auch schon. Ich behaupte, das geht sehr gut, dass man das auch für ganze Städte macht. Man muss die Regeln vernünftig gestalten. Also es geht nicht um eine komplette Abschottung, sondern man muss von vornherein den Lieferverkehr von Unternehmen, die Berufspendler ausnehmen und darauf setzen, dass die in den Unternehmen getestet werden. Diese Mobilität ist also erlaubt. Man muss sagen, wer Angehörige zu betreuen hat, der darf das. Aber für andere Zwecke muss man einen aktuellen Test mit sich führen. Und da braucht man eigentlich sonst gar nicht viel zu übernehmen. Die Regeln muss man bekannt machen. Da wird es Leute geben, genauso wie heute bei unseren Corona-Regeln, die verstehen das nicht, vergessen es und so weiter. Aber so ist es. Ne? Also ist es nicht so. Also ich glaube, viele Menschen stellen sich vor, da müsste es jetzt eine wasserdichte Kontrolle geben. Die gibt es ja nirgends. Ne? Also auch bei Geschwindigkeitsregeln ist es so, dass die permanent übertreten werden. Trotzdem sagen wir nicht, wir brauchen keine Höchstgeschwindigkeitsregeln.
sondern wir setzen die auch nicht polizeistaatsartig durch. Aber ab und zu kontrollieren wir sie schon. Und wer dauernd dagegen verstößt, der wird irgendwann erwischt. Und so wäre es eben auch bei diesen grünen Zonen. Ganz klar, das wäre, ich meine, wir hatten ja die 15-Kilometer-Regel, hieß sie, glaube ich, ne, dass man sich, also wenn man aus einer Zone, sozusagen, wir würden sagen, roten Zone kommt mit sehr hohen Infektionen, soll man sich nicht weiter als 15 Kilometer von seinem Arbeitsplatz entfernen. Das ist bereits die Umsetzung dieses Konzepts. Das heißt, es hat es schon gegeben. Natürlich wirft das viele Fragen auf. Was sagen die Gerichte dazu? Ne? Ach, sagen die, okay, das kann man vertreten. Ich bin überzeugt, wenn man das eben vernünftig umsetzt und auch differenziert eben, also es nicht auf alle Menschen ausweitet, sondern eben Berufspendler, Lieferungen und so weiter ausnimmt, dann ist das wunderbar möglich. Maximilian Falthauser hat eine intellektuell sehr gute Frage, die jetzt nicht in der Politikberatung wahrscheinlich nicht so gut gestellt werden könnte. Aber wir unter uns können das ja mal machen. Was sind aus Ihrer Sicht die besten Argumente gegen No-Covid? Unter welchen Umständen funktioniert das nicht? Die Mutation, der zivile Ungehorsam, also die Folge dieser Geschwindigkeitsbegrenzung, haben Sie es gerade genannt. Was spricht aus Ihrer Sicht denn gegen Ihre eigene Idee? Ja, sehr schöne Frage und auch eine gute Frage. Sie haben es aber schon angedeutet. Also ein Problem ist natürlich die Compliance mit den Regeln. Also wenn die Menschen sich also wirklich irgendwann zu dem Ergebnis kommen, also das Vertrauen verlieren in die Politik und sich überhaupt nicht mehr an diese Regeln halten, dann funktioniert auch das No-Covid-Konzept nicht. Wenn wir es zu tun haben mit Virusvarianten, die so sich verbreiten, dass Lockdown-Maßnahmen und so die herkömmlichen Maßnahmen nichts bringen oder vielleicht auch eine Teststrategie nicht reicht, dann hilft auch No-Covid nicht weiter. Man muss No-Covid anders organisieren in dicht besiedelten Staaten als in weniger dicht besiedelten Staaten. Man muss sie an lokale Verhältnisse anpassen. Also es gibt eine ganze Reihe von Problemen, die man damit durchaus hat. Vielleicht ein Argument noch. Es gibt Leute, die sagen, wenn jetzt die Menschen, ich sag mal, ab 70 geimpft sind, dann sind die gesundheitlichen Schäden nicht mehr so groß. Und dann kann man zu anderen Konzepten übergehen, sich dann vielleicht wirklich nur auf vulnerable Gruppen konzentrieren, weil die Gefahren nicht mehr so groß sind. Ich persönlich bin skeptisch, dass das funktioniert, weil mir wieder andere, also Mediziner sagen mir, dass die Schäden auch für Menschen, die 40 Jahre alt sind, zu groß sind, als dass man das laufen lassen könnte. Aber das wäre natürlich auch ein Einwand, den man auch ernst nehmen muss. Ich bin ja auch kein Mediziner, aber ich habe auch Statistiken gelesen, wie hoch der Anteil an vulnerablen Gruppen ist. Das ist auch viel höher, als die Leute denken, weil tatsächlich die Vorerkrankung, die Palette da sehr breit ist. Isabella Weiß fragt nach der kleinsten grünen Zone, die es gibt, nämlich der einzelne Mensch. Wenn der geimpft ist, ist der ja quasi eine Art grüne Zone. Wandle ich Ihre Frage kurz mal ein bisschen ab, weil sie fragt, kann der einzelne Geimpfte denn durch Impfausweise wie in Israel wieder seine Freiheiten zurückbekommen und wie sinnvoll wäre das ökonomisch? Ja, sehr sinnvoll. Es gibt jedenfalls aus ökonomischer Sicht dann meines Erachtens keinen Grund, die Leute zu beschränken. Es geht ein bisschen um die Frage, können die wirklich die Infektion nicht mehr weitergeben? Aber das scheint ja so zu sein, dass das tatsächlich nicht geht. Ich kenne da den letzten Stand der Studien nicht, aber dann spricht eigentlich nichts dagegen, dass die Leute auch rausgehen. Ökonomisch hilft das insoweit nur begrenzt, als viele Geschäfte natürlich mit Fixkosten zu kämpfen haben. Also wenn es nur einige wenige Leute gibt, die geimpft sind, dann ist es schwierig. Aber wäre wirtschaftlich ganz im Gegenteil wirklich schädlich. Die Geimpften, das fordern ja viele, sozusagen, dass die Geimpften den gleichen Restriktionen unterworfen werden wie andere. Manche bezeichnen das ja als Solidarität, sind vielleicht neidisch. Oder junge Menschen fragen sich ja, wir sind jetzt vor allem zu Hause geblieben, weil man ältere Menschen schützen muss und die Älteren machen jetzt den Urlaub auf Mallorca und wir sitzen hier im Lockdown. Ist nicht so schön, aber wirtschaftlich gesehen wäre es eigentlich wünschenswert, dass wir möglichst schnell diesen Impfpass kriegen und dass die Leute dann auch wieder raus können. Wäre ja vermutlich ökonomisch auch noch ein Anreiz, auf der individuellen Ebene das zu machen. Für die Impfskeptiker, ne? Das kommt hinzu, ja. Ich würde noch kurz bei No-Covid bleiben und dann das nochmal öffnen für die vielen Fragen auch zur allgemeinen ökonomischen Lage. Bodo Richard fragt noch zu No-Covid, zu den Nachverfolgungsfähigkeiten, zum Beispiel der Corona-App. Wie problematisch ist der Datenschutz? Wie sehr steht er Ihrem Konzept entgegen?
Ja, also die Idee ist ja, dass man beim Testen, das ist jetzt nicht nur die No-Covid-Teststrategie, sondern generell ein Problem, dass man beim Testen sofort erfassen muss, wo kommen die Leute her. Das kann man geokodieren. Man muss also nicht wirklich die persönliche Adresse erfassen, aber man muss wissen, sozusagen in welchem Bereich relativ eng, in welchen Koordinaten leben die Menschen, dann, weil man nur so Ausbrüche auch schneller koordinieren kann. Ich bin kein Datenschutzexperte, was die Technologie angeht. Ich habe mir sagen lassen, dass das beherrschbar ist, ne? Dass also die Daten jedenfalls viel besser, als wir es heute tun, gesammelt und verwertet werden können bei entsprechender Digitalisierung. Also ich denke nicht, so wie ich es verstanden habe, dass der Datenschutz das komplett verhindert, aber in der Tat setzt er ihm gewisse Grenzen. Heinrich von Pira fragt, was kann man konkret tun, um die Impfung zu beschleunigen und den Vorrat abzubauen? Also das führt auch wieder in den Bereich der Medizin, aber aus ökonomischer Sicht ist klar, ein Thema ist die Priorisierung. Es gibt Leute, die sagen, die Priorisierung ist nicht das Problem, sondern die Umsetzung. Das Problem ist, die Umsetzung hängt eben an der Priorisierung. Das heißt, wenn wir das alles zentral planen und allzu fein ziseliert hier die Impfrechte zuweisen, dann dauert es einfach länger. Meines Erachtens bräuchten wir sowas wie einen zweiten Track, in dem über Hausärzte und Betriebsärzte die Impfung verteilt werden und da muss die Priorisierung in die Hände der Betroffenen gelegt werden. Also man muss denen so weit vertrauen, dass man sagt, okay, also ihr bestimmt das, ihr geht nach bestimmten Prinzipien vor. Es wäre darüber hinaus möglich und meines Erachtens wünschenswert, Privatunternehmen einzubinden, auch in die Impfbeschaffung und in die Impfverteilung. Ne, also Aldi und andere, wenn die, auch die müssten sich an gewisse Regeln halten, aber auch die könnten in die Impfverteilung eingebunden werden. Also nochmal eine Priorisierung ändern. Natürlich nicht aufgeben, aber verändern, einen zweiten Track aufmachen. Und der muss dann auch genutzt werden. Also man darf nicht sozusagen, dass Leute bestraft werden, wenn sie in Zweifelsfällen sagen, okay, eine übrig gebliebene Impfung verwende ich noch für diesen und jenen, dann ist das schlecht, dann werden die Leute das nicht machen. Sondern wir müssen da, also weg von der extremen Priorisierung hin zu einer schnelleren Verteilung. Und dafür brauchen wir die Hausärzte und die Betriebsärzte. Das wäre für mich das Hauptanliegen. Betriebsärzte und Aldi haben Sie gerade schon erwähnt. Das passt zu einer Frage von Heiko Peutert, der schreibt, würden Sie der Politik auch allgemein raten, die Wirtschaft, die Unternehmen stärker in den Kampf gegen das Virus einzubinden, sei es bei Logistik, sei es bei Impfen oder bei Testen? Unter allen Umständen, es gibt viele Unternehmen, die sind schon sehr weit beim Testen. Also sie sind heute schon grüne Zonen. Und deren technologische Lösung, was die anzubieten haben, da sind auch Industrie- und Handelskammern sehr stark dabei. Die haben da erhebliche Fähigkeiten. Sie brauchen eben nur von der Politik die Unterstützung und die Rahmenbedingungen, die ihnen erlauben, aktiv zu werden. Also auf jeden Fall, wir müssen die Fähigkeiten der Unternehmen, insbesondere auch der betriebsärztlichen Dienste, viel mehr nutzen. Stefanie Spinner-König fragt etwas, was Sie vielleicht beantworten können oder auch nicht, wie viele dieser Fragen hier in der Runde. Entspricht das, was Boris Palmer in Tübingen versucht, also diese große Teststrategie, die dort ja auch medienwirksam gemacht wurde, entspricht das dem No-Covid-Strategiekonzept von Ihnen? Also ich weiß nicht genau, was er dort macht, aber es ist bekannt, dass er sehr, sehr stark darauf setzt, Öffnungen mit Tests abzusichern. Und das entspricht ganz entscheidenden Instrumenten, die wir jedenfalls in unseren Toolboxen anbieten. Das ist der richtige Weg, meines Erachtens. Marco Sam fragt, Unternehmen sind doch gar nicht die, die so laut nach Öffnung rufen, sondern ist die pandemiemüde Bevölkerung bzw. der Anteil der Menschen in der Pandemiemüden, die pandemiemüde sind. Sie hatten ja vorhin auch die Folie mit der Zahlungsbereitschaft. Die Leute haben vielleicht, um aus dieser Situation herauszukommen oder bereit wären zu zahlen, damit es diese Pandemie nicht gegeben hätte. Haben Sie dazu auch konkrete Zahlen? Kennen Sie dazu Studien, die da schon in der Mache sind? Ja, es gibt ja sehr viele Umfragen. Also ich kenne keine Studie, die versucht, die Zahlungsbereitschaft zu ermitteln. Die Ökonomen nennen das ja äquivalente Variation, also ein Wohlfahrtsmaß. Das wäre eigentlich wünschenswert, das zu tun.
ist nicht ganz einfach, weil was die Menschen sagen über ihre Zahlungsbereitschaft entspricht nicht notwendigerweise der wahren Zahlungsbereitschaft. Aber es gibt Umfragen dazu, wie die Bevölkerung die Pandemie sieht, auch die Pandemiepolitik und übrigens auch, wie sie nur Covid sieht und ob sie das, wie eine Studie kürzlich gezeigt hat, sehen mehr Menschen in der Bevölkerung nur Covid als eine erfolgreiche Öffnungsstrategie, als das, was die Politik im Moment macht. Also es gibt schon in der Bevölkerung ein wirklich differenziertes Verständnis von dem, was diese Pandemie ist. Und es ist keineswegs so, dass die Bevölkerung nun mehrheitlich nach Öffnung schreit. In der Bevölkerung versteht die Mehrheit der Menschen sehr gut, dass diese Pandemie ein komplexes Problem ist, dass das Virus gefährlich ist. Aber sie erwartet eben auch von der Politik, dass man proaktiv managt und sich nicht aufs Schließen beschränkt. Irene Wagner fragt etwas, was tatsächlich Ludger Wössmann, Sie hatten ihn vorhin erwähnt, den ÖFO-Bildungsökonom besser beantworten können, aber vielleicht können Sie eine Kurzversion davon geben. Sie sagt, gemessen an PISA hätten die Schülerinnen und Schüler ca. 4% Wissensverlust, wo ich jetzt auch nicht genau weiß, wie das gemessen wird, aber wie kommt man denn auf diese 3-4% Einkommensverlust aufs Leben gerechnet? Wie können Sie das ungefähr hochrechnen? Ja, also das könnte jetzt Ludger Wössmann besser beantworten als ich, aber ich versuch's mal. Also das sind Studien, die sich anschauen in der Vergangenheit, wo hat es denn längere Schulausfälle gegeben, aus welchen Gründen auch immer. Und die Leute werden dann später in ihrem Leben tatsächlich beobachtet und man schaut sich die Daten an und fragt, wie war denn deren Produktivität jetzt im Vergleich zu ähnlichen Menschen, die aber diese Schulunterbrechung nicht hatten. Man schaut wirklich später im Leben, welchen Berufsweg sind die gegangen, wie war ihr Einkommen im Vergleich zu Leuten, die nicht diesen Schulausfall hatten. Und da kommt man auf diese Zahlen. Zu dem internationalen Vergleich, den Sie auch gezeigt haben, ökonomisch, wie sinnvoll und wie nicht sinnvoll finden Sie das Konjunkturprogramm in den USA, fragt Andreas Höfer. Und dazu gibt es auch noch die Frage, warum sind die USA denn beim BIP trotz Minus natürlich relativ, vor allen Dingen im Vergleich zu Toten, so relativ gut dastehend? Ja, die USA sind in der Rechnung gerade relativ gut weggekommen, weil sie eben jetzt im kommenden Jahr, also 2021, im laufenden Jahr, ein hohes Wachstum haben werden, den Prognosen nach, nämlich 6,5%. Die werden sich also vollständig erholen nach diesen Prognosen. Und das wiederum hängt mit zwei Faktoren zusammen. Einmal mit diesem riesen Konjunkturprogramm, das die USA einsetzen, zum anderen aber damit, dass die mit den Impfungen quasi durch sind. Also das ist sozusagen der ganz entscheidende Faktor. Die werden im Laufe dieses Jahres die Pandemie hinter sich haben. Jeder, der Menschen in den USA kennt, weiß, dass die sehr, sehr viele dort schon geimpft sind. Und damit ist die Pandemie jedenfalls in erheblichen Teilen überwunden. Und das erklärt die bessere Performance der USA. Man darf außerdem nicht vergessen, dass die USA eine ganz andere wirtschaftliche Dynamik haben. Also sowieso schon vorher hatten, wenn man sich also reine Wachstumsraten anschaut, jetzt 6,5%, hat das damit zu tun, dass die Wachstumsraten in den USA länger schon höher sind, aus verschiedenen Gründen als in Europa, auch wegen des Bevölkerungswachstums. Aber wenn man sich die Verlustrechnung anschaut, da ist das herausgerechnet, da sind es diese beiden Faktoren, also das massive Konjunkturprogramm und vor allem der Umstand, dass die mit den Impfungen eben weiter sind als wir. Wir bezahlen das schlechte Impfmanagement in Europa nicht nur mit Krankheit und Toten, sondern auch mit riesen wirtschaftlichen Verlusten. Dazu passt eine Frage, die Anja P. gestellt hat. Das ist vielleicht nicht der korrekte oder nicht der vollständige Nachname. Es sieht aus wie abgekürzt. Tut mir leid, dass ich es jetzt nicht vollständig vorlesen kann. War es richtig, bei der Impfstoffbeschaffung auf die EU zu setzen oder was wäre die Alternative gewesen? Ist angesichts dessen, dass Donald Trump in den USA es vielleicht besser hinbekommen hat, das kann man ja tatsächlich fast nur zähneknirschend zur Kenntnis nehmen. Aber was hätten wir anders machen können? Also ich glaube, es ist wirklich eine Gefahr, dass jetzt das gesagt wird, nein, die EU ist die Schuld der EU. Ich glaube, das ist nicht zutreffend, sondern ich habe den Eindruck, dass die Zersplitterung der Kompetenzen das Problem war. Also man hat ja auf nationaler Ebene begonnen, da gibt es ja eigentlich gar keine Zuständigkeit der EU. Dann haben einige Länder sich zusammengetan in Europa und dann hat man das auf die europäische Ebene, auf die EU-Ebene gehoben. Allerdings ohne wirklich beispielsweise der Europäischen Kommission die komplette Kompetenz zu geben. Also man hätte ja sagen können, okay, die Nationalstaaten stellen das Geld bereit, was nötig ist und der Auftrag an die Europäische Kommission lautet, whatever the cost, was immer es kostet, möglichst schnell
das Ganze zu organisieren. Dann hätte man in die USA schauen können und sich anschauen können, okay, wir machen dies, es wäre sehr leicht gewesen. Das hat man aber nicht getan, sondern alle nationalen Regierungen wollten natürlich nach wie vor mitreden. Einige haben dann eingebracht, dass die Kosten aber nicht zu hoch sein dürfen und dass man mit den Pharmafirmen dann verhandeln muss, dass man sie nicht aus der Haftung entlassen darf und ähnliche Dinge. Und das Ergebnis war, dass es langsam war. Ich glaube also nicht, dass es per se die Delegation an die EU war oder das Handeln auf EU-Ebene. Das ist ja eigentlich vernünftig, ne, dass man sagt, wir koordinieren das, sondern dass die Zuständigkeiten zersplittert waren. Wenn man heute fragt, wer ist verantwortlich, dann zeigen ja auch nur Leute aufeinander. Aber wer jetzt wirklich verantwortlich ist für dieses Scheitern oder für diese Verzögerung, das ist ja für den Wähler jetzt auch nicht feststellbar. Es gibt sozusagen keinen Verantwortlichen. Und das zeigt nochmal diese Zersplitterung der Kompetenzen. Ich glaube, das darf nicht wieder passieren. Subsidiarität und Föderalismus haben ja auch viele Vorteile. Joachim Racknitz stellt noch eine Frage in die Richtung, die aber angesichts dessen, was Sie vielleicht gerade gesagt haben, auch gar nicht so wirklich beantwortbar ist. Er fragt, wäre es vielleicht eine Idee gewesen, wenn die Bundesländer anstatt der Bund oder gar die EU selbst initiativ geworden wären, selbst Geld in die Hand genommen hätten und Impfstoff und Tests eingekauft hätten? Oder wäre es dann noch mehr Zersplitterung gewesen? Ja, also darüber kann man auch nur spekulieren. Das Positive daran, wie es häufig ist beim Föderalismus, wäre gewesen, dass ein Wettbewerb entstanden wäre. Also eine Regierung, die deutlich langsamer, weniger Impfstoff beschafft hätte als andere Regierungen, die wäre eben in Schwierigkeiten geraten. Gleichzeitig ist natürlich immer die Gefahr, dass man dann ausgespielt wird von Unternehmen. Ich glaube nicht mal, dass es hier unbedingt eingetreten wäre, weil natürlich die Impfstoffhersteller auch ein hohes Bewusstsein hatten dafür, dass sie unter öffentlicher Beobachtung stehen. Aber man hätte wirklich einen Wettbewerb gehabt und jede Landesregierung hätte gewusst, wenn wir die Letzten sind, wenn wir langsam sind, dann geraten wir gewaltig unter Druck durch die Bevölkerung. Insofern finde ich die Idee charmant und ich bin ziemlich überzeugt, dass es dann schneller gegangen wäre als durch diesen zentral geplanten Prozess, den wir heute haben. Werner Waldner stellt noch die sehr grundsätzliche Frage. Sie haben gerade das Wirrwarr ein bisschen auch beschrieben. Ist das politische Hin und Her nicht das, was die Bevölkerung verunsichert? Muss vor allen Dingen die Kommunikation der Politikerinnen und Politiker besser werden? Ja, Kommunikation ist sehr wichtig, dass man Dinge erklärt. Aber ich glaube, dass das tatsächliche Handeln einfach wichtiger ist. Es hilft ja nichts, wenn man schlecht etwas managt und dann kommuniziert, Leute, das war leider schlecht. Gleichzeitig glaube ich, ist es richtig, das haben ja auch verschiedene Politiker gesagt, dass man in einer solchen Krise Fehler macht. Und dann glaube ich, ist es auch richtig zu sagen, Leute, ja, jawohl, es ist daneben gegangen und wir unternehmen jetzt dies und jenes, um das zu verbessern. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass die Kommunikation das Hauptproblem ist, sondern ich habe wirklich den Eindruck, dass Handlungen fehlen. Es hilft ja nichts zu kommunizieren, ja, wir haben nicht getestet und nicht keine vernünftige Teststrategie entwickelt, sondern man muss es einfach machen, man muss das Richtige tun. Wie viel Angst macht Ihnen aus ökonomischer Sicht diese britische Mutante B117? Wie gefährlich ist das nochmal für alle Szenarien und Planspiele, die Sie kennen? Ja, nach dem, was man jetzt an Studien sieht, ist die Sterblichkeit um 60% erhöht. Es werden auch mehr Menschen krank, die nicht daran sterben, ernsthaft krank und behalten dauerhaft Schäden. Also das ist bedrohlich, weil alle Auswirkungen auf die Wirtschaft sich dadurch natürlich verstärken. Auch durch die massive Verbreitung, die wir im Moment sehen, ist der wirtschaftliche Schaden umso größer und gleichzeitig auch der Verlust daraus, bei den Impfungen nicht schnell zu sein, wächst auch, weil eben durch die Verlängerung der Pandemie eben diese Mutante sich ausbreiten kann. Also ist es ganz klar, dass die Pandemie sich dadurch verschärft hat. Man kann froh sein, dass es nicht schon früher gekommen ist, diese Art von Mutante, aber sie ist sicherlich eine Bedrohung. Die Reihe geht weiter, und zwar ab Mai. Dort geht es dann um die Frage, wie es in der Ära nach Merkel weitergeht eigentlich in Deutschland. Und es gibt wieder spannende Gäste, zum Beispiel Herfried Münkler und Thomas Piketty. Vielen Dank, dass Sie heute Abend hier mit dabei gewesen sind und so viele Fragen gestellt haben. Tut mir leid, dass ich nicht alle geschafft habe, dann auch zu stellen, aber ich hoffe, wir konnten viele beantworten, uns viel austauschen und jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund.